Wir freuen uns. Die letzte Runde von Pfeiffer fragt heute aus dem Zeughaus in Wismar zum Thema Vorratsdatenspeicherung. Und wir waren gerade bei dem Thema digitale Verbrechen, Cybercrime. Das Center for Strategic Studies hat letztes Jahr in einer Studie unter dem Titel Die globalen Kosten von Cybercrime festgestellt, dass Deutschland pro Jahr rund 1,6% seines Bruttoinlandsprodukts verliert. Und zwar durch Verbrechen im Zusammenhang mit Datenverarbeitung. Das sind so bummelige 40 Milliarden Euro, ein paar Schlaglöcher später oder ähnliche Dinge, die man zurzeit braucht. Die Zahl der Cyberattacken, das noch als Ergänzung zur Kriminalstatistik, stieg auf 64.000, einen neuen Rekord. Aufgeklärt wurde jeder vierte Fall, zumindest sagt das die Statistik. Woran liegt das, lieber Manfred Börner? Ganz kurz Ihre Einschätzung. Haben wir da keine Profis am Werk oder betreiben wir das noch nicht mit der richtigen Sorgfalt und dem richtigen Blick? Ich glaube, dass das beim großen Thema Cyberkriminalität eine Gemengelage ist. Ich glaube, dass der Staat immer reagiert, wenn sich neue Phänomene oder Phänomene groß entwickeln und sowohl die vorhandenen Kapazitäten nicht ausreichen, personell, vielleicht auch qualitativ nicht. Man gibt sich große Mühe, dem hinterherzulaufen, dem Thema, aber da müsste viel mehr Geld in die Hand genommen werden, um ausreichend Personal und auch Sachmittel zu bekommen, um den technischen Entwicklungen Schritt zu halten, die dann nun mal diejenigen aufwenden, die damit Profite machen, die unvorstellbar sind. Also für mich sprengt das jede Vorstellungskraft. Das ist dann immer wieder die gewerkschaftspolitische Leier, da ist die Politik aufgefordert, Personal zu beschaffen und Geld in die Hand zu nehmen letztendlich. Analysewissenschaft, lieber Professor Wiegand-Hofmeister, wo ist da tatsächlich der Mechanismus und der Hebel? Heißt das Erkenntnisdefizit, Priorisierungsdefizit oder heißt das einfach nur ein Vollzugsdefizit? Weil ich meine, einen guten Hacker mit einer BAT 11 irgendwie zu kriegen, der wird sich schlapplachen und geht zur nächsten Pizza und zur nächsten Nachtschicht. Also das wird nicht helfen, glaube ich. Ja, natürlich ist es unbestritten, dass die Ermittlungsarbeit besser werden muss. Das ist natürlich auch der Anspruch, den die Ermittlungsbehörden an sich selbst haben. Die Entwicklung ist sehr schnell, rasant und natürlich muss dann eben auch der Staat mit dieser Entwicklung Schritt halten. Vielleicht kann ich hier mal ein wenig pro domo ein Beispiel anführen. Die Hochschule Wismar hat jetzt einen Bachelor-Fernstudiengang Forensic Engineering eingerichtet, der genau dieses thematisiert, ne? Der also als gegebenenfalls auch zusätzliche Berufsqualifizierung auch Bedienstete der Ermittlungsbehörden schulen kann und deren Tätigkeit verbessern kann, etwa im Umgang mit Ermittlungstätigkeit im Zusammenhang mit großen Datenmengen, Big Data und Ähnlichem. In dem Zusammenhang fand ich es ganz spannend in der Vorbereitung, der Sicherheitsmonitor Mittelstand der Initiative Deutschland sicher im Netz sagt, das Sicherheitsbewusstsein der Mitarbeiter in Firmen sinkt kontinuierlich. 72%, ich habe mich fast hingesetzt, der Unternehmen machen überhaupt keine Sicherheitsschulungen. 57% haben noch nicht einmal einen E-Mail-Schutz. Warum schützen wir uns dann, liebe Frau Lautheiser-Schnarrenberger, vor dem Staat, wenn wir noch nicht mal wirklich richtig unsere eigenen, im Verfassungsschutzjargon würde man wahrscheinlich sagen, Kronjuwelen, definiert und selbst geschützt haben im privaten Bereich? Man sollte ja das eine und andere nicht gegeneinander ausspielen, aber wir haben deutlich Defizite, das ist, glaube ich, wirklich unstreitig, im Bereich Datensicherheit. Es gibt jetzt ein IT-Sicherheitsgesetz, das sich mit kritischen Infrastrukturen befasst, wo Meldepflichten sind, wenn etwas vorfällt, weil man einen Überblick haben will. Das ist ja alles in Ordnung, nur das bringt auch in dem Sinne noch nicht mehr Sicherheit. Da muss man investieren in Möglichkeiten von Verschlüsselungen, natürlich die auf neuestem Stand sind. Die NSA wird sie alle irgendwie knacken können, aber ich glaube, ein hoher Stand an Datensicherheit ist etwas, was eine Abschreckungsfunktion entwickeln kann. Da muss man ja immer stärker selbst aufrüsten als Hacker, um das zu überwinden. Wir haben ja ein Bundesamt für Sicherheit und Information, aber ich glaube, wir müssen da ganz anders mit Blick auf Schutz vor Zugriffen von außen, eben viele Systeme, sei es nun die Polizei hat, sei es aber gerade die Daten, die Unternehmen haben, in unglaublicher Menge, dass die besser geschützt werden. Es gibt
viele Angebote, es gibt viele Dinge. Auch der Nutzer muss natürlich überlegen, aber man darf es nicht auf den Nutzer abwälzen, als der, dass der der Einzige ist, der sich schützt. Aber natürlich muss man auch sehen, wie kann man einfacher verschlüsseln, wie kann man in diesem Sinne Medienkompetenz vermitteln. Aber die Unternehmen müssen unstreitig Geld in die Hand nehmen, und zwar viel. Nochmal eine kleine Nachfrage zu dem Punkt. Stimmt Sie die Macht der Datensammelwut von Internetfirmen wie Facebook, Google und Ähnlichen nicht auch viel nachdenklicher? Sie wehren sich ja gegen die Vorratsdatenspeicherung und einer, sagen wir mal, Anlegung von Profildaten für polizeiliche Ermittlungszwecke, während genau das, was der Verfassungsschutz und was Manfred Börner möglicherweise die Arbeit leichter machen würde, von privater Seite, von unternehmerischer Seite in Amerika schon längst getan und nachdem Profilbilder erstellt wurden, auch entsprechend ökonomisch validiert verkauft wird. Kämpfen wir nicht eigentlich den verkehrten Kampf? Also natürlich muss man, und das tue ich auch, genau sehen, was machen diese Konzerne. Und natürlich brauchen wir da auch einmal eine Stärkung des Bürgers, dass er, deren Daten ja verwandt werden. Von allen Bürgerinnen werden diese Daten unendlichen Mengen verarbeitet, vernetzt, analysiert von Konzernen, um ihren Geschäftsmodellen zu dienen. Und der Einzelne bleibt in seinen Rechten auf der Strecke, muss man einfach so sehen. Und das ist verkehrt, da muss man mehr tun. Da wird man nicht auf der einen Seite sagen können, in Europa, wir zerschlagen jetzt die Konzerne. Als Liberale würde ich natürlich auch nicht sagen, das ist nun der richtige Weg. Aber man hat damals bei Microsoft sehr wohl auch versucht, gewisse Trennungen vorzunehmen, um eben eine marktbeherrschende Stellung nicht zu haben. Das muss man jetzt wirklich auch sehen. Das versucht Europa mit Blick auf Google. Aber wir müssen den Einzelnen stärken. Wir bauen europäische Datenschutzstandards und Schutzvorkehrungen, dass eben nicht nur gesehen wird auf das, was der Staat macht. Das ist wichtig in den Blick zu nehmen. Aber genauso interessiert, intensiv auch mit entsprechenden Antworten agiert werden, wenn es um große Unternehmen und Konzerne geht. Also ich glaube, da können wir nicht die Augen verschließen und beim Staat machen sie auf. Die Unternehmen gefährden auch ganz klar die Grundrechte der Bürger. Ganz kurze Frage. Ganz kurze letzte Frage an Sie, Manfred Moork, bevor wir in die Schlussrunde einbiegen heute. Früher hat man, glaube ich, wenn man Freigang wollte, eine elektronische Fußfessel bekommen. Heute trägt man den GPS-getrackten, Gyrosensor-gesteuerten Apple Watch, weiß ich nicht, Ansatz. Können Sie nicht eigentlich heute mehr mit Social Media arbeiten und entspannt über diese Quellen arbeiten? Brauchen Sie überhaupt noch eine Vorratsdatenspeicherung? Wir geben Ihnen das doch alles freiwillig, was Sie brauchen. Also richtig ist natürlich, dass auch die Auswertung der sozialen Medien im Verfassungsschutz im letzten Jahrzehnt unglaublich an Bedeutung gewonnen hat. Mit allen Konsequenzen, die angesprochen worden sind, das ist unglaublich arbeitsintensiv. Da steht auch viel Müll drin. Aber das zu nutzen und so intelligent zu nutzen, dass man das mit anderen Informationen kombiniert und dann auch konkret und nicht nur das ganze Gedröhne mitbekommt, da sind wir schon ein ganzes Stück auf dem Weg. Ich würde eine Sache noch anmerken. Das Internet, Mobilfunk, das gibt es jetzt alles eigentlich erst so richtig seit 2-3 Jahrzehnten. Und gemessen daran hat natürlich die Wirtschaft einen sehr großen Vorsprung, weil der unmittelbar den Nutzen gesehen hat, sich erarbeitet. Und der Staat hat, wie das oft so ist, ein bisschen gepennt und gehinkt. Und auch viele Unternehmen, Sie haben es zu Recht angesprochen. Und wir haben vielen Unternehmen unter dem Stichwort Wirtschaftsschutz in den letzten Jahren eigentlich sagen wollen, ihr müsst da mehr machen, weil es geht euch ans Geld. Und das hat alles nur bedingt genutzt. Und jetzt darf ich mal als Verfassungsschützer an dieser Stelle sagen, was immer die Motive von Edward Snowden waren, der hat unglaublich Gutes sozusagen bewirkt, dadurch, dass er darauf aufmerksam gemacht hat, wie die Dimensionen sind. Und das ist gerade das Zusammenwirken von Staaten und Privaten. Das ist ja nicht die einen so, die anderen so, sondern NSA hat ja alles unter einem Dach und zieht es von Google ab und. Also dieser Komplex, der da entsteht, in dem sehe ich die eigentliche strukturell die Gefahr. Und da hat Snowden darauf aufmerksam gemacht und da würde ich ihm als Verfassungsschützer dankbar sein. Das ist ein Kompliment. Manchmal kann das Kompliment ja auch von unerwarteter Seite kommen, dann ist es umso schöner. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Ausgabe von Pfeiffer fragt, dem Politalk im Norden. Danke Ihnen herzlich, dass Sie heute Abend dabei gewesen sind. Ich fand, es war eine spannende Runde. Danke Ihnen sehr herzlich für die engagierte und lebendige Diskussion, Ihnen fürs Zuschauen und für Ihr Interesse. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, im Dezember wieder. Wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es weiter. Wir hoffen, dass wir in Kiel das hinbekommen, zu einem Thema uns wiederzusehen, das dann da heißen wird, Rente mit 70, wie sicher ist das? Bis dahin eine gute Zeit und bleiben Sie neugierig und einen schönen Abend. Vielen Dank.
Applaus.